Привет, как дела? Was geht ab, Leute? Hier ist wieder euer Vego. Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade vom Arzt nach Hause gekommen. Ihr könnt schon am Titel lesen, worum es geht. Bevor ich anfange, ziehe ich mich erstmal kurz aus, ziehe die Jacke aus, weil ich bin gerade nach Hause gekommen. Und dann erzähle ich euch, worum es geht. Okay, doch nicht. Wie der größte Keck muss ich hier erstmal Geschirr ausräumen und einräumen, Digga. Das kann doch nicht sein. Krank, ich bin doch keine Hausfrau, dass ich sowas hier mache. Mein Vater macht das ganze Geschirr dreckig und sagt dann, du weißt Bescheid, gell, du musst hier ganz Kühe sauber machen, Digga. Wie schaue ich denn aus, Digga? Was soll denn das? Er ist schön entspannt, macht da sein ganzes Zeug hier und ich muss alles sauber machen hier, oder was? Was soll denn das? Die faxen dicker mit dir. Okay, das hat gar nichts mit dem Thema zu tun, aber Mann, ich wollte das loswerden. So ein Scheiß. Okay, jetzt mal ernsthaft. Wir kommen zurück zum Thema. Viele von euch oder sagen wir mal die treuen Follower wissen ja, dass ich vor 2 Jahren einen Lungentest gemacht habe bei einem Lungenarzt. Ich weiß jetzt den Fachbegriff nicht. Bei dem Video habe ich schon 4 Jahre Shisha geraucht. Jetzt sind es insgesamt 6 Jahre Shisha. So, vor 2 Jahren bei dem Test habe ich irgendwie so heißt es EKG oder so? Auf jeden Fall, du bist auf dem Fahrrad. Die schauen halt, wie du bei so Belastungen klarkommst, wie deine Lunge reagiert mit der Atmung. Und ich habe halt auch viel Cardio gemacht zu der Zeit, deswegen war ich sehr fit. Und der Test war sehr gut, bin gut abgeschnitten. Jetzt sind, wie gesagt, 2 Jahre vergangen. Das heißt, ich rauche mittlerweile seit circa 6 Jahren Shisha. Vielleicht sogar länger, ich weiß es gar nicht. Ich dachte mir, ich gehe wieder zum Arzt und schau mal, was die sagen. Vorab, ich hatte einen Asthmaanfall, weil ich an dem Tag, das war vor dem Lockdown auf jeden Fall, vor dem zweiten Lockdown, ich habe da einfach zu viel geraucht und so an einem Tag und dann am Ende schwer Luft bekommen. Das war dann der Anlass, warum ich gesagt habe, ich gehe zum Arzt, schau mal, ob es wirklich so schlecht ist. Und Leute, ich war beim Arzt, wie gesagt, ich bin gerade gekommen und ich halte hier mit dem Bericht, okay? Erstmal, ich sag mal, was gemacht wurde. Es wurde diesmal geröntgt, ja, richtig geröntgt. Das wollte ich eben haben, dass man wirklich röntgt und ich dann so quasi sehen kann, wie meine Lunge aussieht. Ich habe es vor dem Computer gesehen, die einfach meine Lunge auf dem Monitor, heftig. Und die haben noch so Atmungstests gemacht, da war so ein Dings, so ein Teil, da sollte ich reinpusten, ein- und ausatmen, bla bla bla. Mit so ein bisschen Belastung, da wurde mir auch irgendwann schwindelig, weil ich die ganze Zeit ein- und ausgeatmet habe. So, da sagen die jetzt tief, ein- ausatmen, ausatmen, tief, einatmen, jetzt ein bisschen schneller und so weiter, ihr wisst schon. Das war schon anstrengend. Ich sage euch jetzt, was der liebe Herr Doktor geschrieben hat. Der 23-jährige Patient stellte sich erstmalig am 10.12.20 zur Untersuchung vor. Kommt zur Kontrolle der Lunge. Vor einigen Wochen Asthmaanfall nach langer Zeit, nachdem er Shisha geraucht hat. Ich habe ihm halt die Geschichte natürlich auch erzählt. Ab und zu parasternale Thoraxschmerzen, kein Husten, bla bla bla. Okay Leute, da sind so viele Fachbegriffe. Übrigens, er hat so ein Funkgerät gehabt, so ein Aufnahmegerät. Hat einfach nur reingesprochen und genau das steht jetzt hier als Text verfasst. Hier steht sogar mein BMI-Wert und sowas. Ich kann euch mal sagen, was er bezüglich Röntgen geschrieben hat. Lunge seitengleich gelüftet. Die Zwerchfälle, BDS, glatt abgegrenzbar. Keine Ergüsse, kein Anhalt für frische Infiltrale oder Fremdgewebe. Herzgröße im Normbereich. Ja, Leute. Ja, Leute, wenn ihr keinen Tester nimmt, dann ist euer Herz auch normal, ne? Ganzkörper, Plethysmographie, Lungenfunktionstest, leicht eingeschränkte, inspiratorische, vital, bla bla bla, keine relevanten. Ach komm, hör mir auf, das sind so viele Fachbegriffe. Zu viele Fachbegriffe. Auf jeden Fall, Leute, Fazit: Meine Lunge ist gut, sehr gut, keine Probleme, wirklich top. Auf jeden Fall, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe zum Arzt gesagt, vielen Dank. Er hat gesagt, Habib Elvi. Ich habe gesagt, ich küsse doch deinen Doktortitel. Danke, Bruder. Er hat gesagt, ja, gerne und so. Dies war sehr bescheiden. Übrigens, ich mache das Video erst jetzt weiter. Wenn ihr mir sagt, was die beste Soße ist für Pommes und sowas. Allgemein, was ist die beste Soße? Ich habe hier einmal diese Soße hier. Und ich habe einmal diese Barbecue-Soße. Was ist besser? Oder was ist eure Lieblingssoße? Schreibt es in die Kommentare. So. Auf jeden Fall, Leute. Nach über 6 Jahren Shisha kann ich sagen, meine Lunge ist gut. Ich habe auch zu ihm gesagt, okay, jetzt kann ich ja wieder Shisha rauchen. Er hat gesagt, ja, an sich ist gut, du solltest trotzdem nicht rauchen. Ihr wisst, Ärzte müssen auch teilweise was sagen. Ärzte, jetzt ist gut, aber wer weiß wie lange. Aktuell ist wirklich gut, kann man nichts sagen. Aber es könnte natürlich sein, dass es schlimmer wird. Und ich habe ihn auch gefragt, wie schlimm schätzen Sie Shisha allgemein ein? Er hat gesagt, ja, es ist schon eigentlich sehr schädlich.
schädlicher als Zigarette und so. Da gibt es ja immer gespaltene Meinungen. Haben wir uns noch ein bisschen darüber unterhalten, über Shisha, dies, das. Er hat gesagt, was rauszukriegen. Ich so, Doppelapfel und du. Er hat gesagt, Traube, Minze. Ich so, stabil, lass mal nächstes Mal Shisha-Bar zusammen. Also ja, kein Ding, mach mal. Da habe ich so, okay, Meister, danke. Für dich. Also servus. Und das war's. Also Lunge ist gut, Gott sei Dank. Ich werde jetzt gleich die Shisha erstmal anmachen. Aber ich werde trotzdem ein bisschen reduzieren. Weil, wer weiß, der Arzt hat schon recht, Leute. Jetzt mal ernsthaft. Mit 30 oder so, wer weiß, wie eure Lunge dann drauf ist. Oder mit 40. Wer weiß. Wir können froh sein, dass unsere Lunge gut ist. Aber es könnte sich alles irgendwann schlagartig ändern, ne? Wir sehen uns in 2, 3 Jahren wieder, wenn ich den nächsten Lungentest mache. Schauen wir mal, wie es dann aussieht. Aber Leute, es heißt nicht nur, weil es bei mir gut ist, dass es bei euch auch gut ist. Ne, wenn ihr jetzt denkt, okay, ich rauche jetzt auch schon seit 6 Jahren Shisha. Ach, wenn es bei ihm gut ist, ist es auch bei mir auch gut. Nein, jeder Körper ist anders. Jeder Körper ist anders. Insider. Wer es checkt, der checkt es. So, jeder Körper ist anders. Ich würde sagen, jeder sollte sich mal selber testen. So. Ich rauche ja auch keine normalen Zigaretten. Von daher habe ich auch einen Pluspunkt, sage ich mal. Wie gesagt, das ist mein Test, mein Körper, mein Körper. Jeder muss für sich selbst wissen, jeder muss sich selber testen. Nur weil bei mir gut ist, heißt nicht, dass bei euch auch gut ist. Kann sein, aber muss nicht. So, und jetzt lasst mich weiter essen. Wie gesagt, schreibt ruhig, welche Soße ihr am besten findet. Hat rein gar nichts mit dem Video zu tun, aber ich bin gerade am Essen. Und mich würde das interessieren, wer habt ihr neue Soßenideen für mich. Okay, Leute, ich würde mich über einen Daumen freuen, über ein Abo und ja, und kommentiert eure Lieblingssoße. Haut rein. Euer Biko. Ewa. Hm?